So, ey Leute, was geht? Ketta begrüßt euch zu einer weiteren Folge von Dying Light The Following. Ja, hier steht jetzt zum Glück 100% und mal gucken, was wir noch holen können. Vielleicht kann ich mich auch anders entscheiden. Im Nachhinein. Ich kann es euch nicht prophezeien, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn das geht, dann wär's cool. Okay. Scheinbar ist wirklich alles zu einem Ende gekommen. Wir haben es endlich geschafft. Und, Quests sind erledigt, soweit. Ne? Also wir haben uns jetzt wirklich in die Luft gejagt und komischerweise ist alles noch da. Ja, das macht jetzt auf jeden Fall schon mal Sinn. Ja, die Entscheidung, die ich getroffen habe, war eine krasse Entscheidung, sich dafür zu opfern, aber es war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ich meine, einen Mann für das Leben von vielen. Und auch die anderen Leute, die wir geopfert haben, aber es sind viel mehr Leute, die dadurch gerettet werden. Von daher kann man das eigentlich schon fast wieder rechtfertigen. Hallo, Eski. Du glaubst also, dass Erkan gar nicht da war, als es passierte? Nein, das ist es nicht. Was ist es dann? Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe im Laufe der Jahre einiges über ihn gehört. Vor dem Ausbruch war er nicht gerade der Mutigste. Ich habe ihn in einem Keller gefunden. Glaubst du, er hat sich die ganze Zeit dort versteckt? Das habe ich nicht gesagt, aber möglich wäre es. Ach du Scheiße, das ist irgendwie schwer zu glauben. Was ist daran schwer zu glauben? Dass jemand nicht sterben will, auch wenn er bei einem Kampf nicht die geringste Chance hat? Nein, aber dass jemand seine Familie in einer solchen Situation im Stich lässt. Ich weiß nicht, Kyle. Ich wünschte, ich wüsste, was ich davon halten soll. Ehrlich gesagt habe ich dazu gar keine Meinung. Aber würdest du? Ich würde gerne ein bisschen nachdenken. Allein. Ja klar, kein Problem. So, und was gibt's hier noch so zu hören? Oh, Erkan. Schön, Sie hier zu sehen. Wie geht's ihr? Sie reagiert immer noch nicht, aber ich glaube, sie erholt sich. Ja, kommt mir auch so vor. Und wie geht's Ihnen? Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich bei Ihnen zu bedanken. Tut mir leid, wie ich mich aufgeführt habe. Ich stand unter Schock. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Gern geschehen. Schön, dass ich helfen konnte. Ich wünschte, ich wäre mehr wie Sie. Aber ich bin zu alt, um mich noch zu ändern. Naja. Ich weiß allerdings, dass ich mich jetzt um Sie kümmern sollte. Sie ist das Einzige, was mir geblieben ist. Okay, dann reden wir nochmal unten mit dieser anderen ominösen Person, die da in blau markiert ist als Pfeil. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Ah, Mr. Crane, richtig? Sie sind schon etwas Besonderes. Wussten Sie das? So schnell wie Sie hat noch niemand das Vertrauen der Kinder gewonnen. Seit die Regierung alle illegalen Sekten in unserem Land verboten hat, haben Sie sich nachvollziehbarerweise unauffällig verhalten. Verboten? Warum denn? Vor 50 Jahren hat es ein Massaker gegeben. Danach war alles sehr chaotisch. Wir mussten schnell handeln und hatten keine Ahnung, was getan werden sollte. Ich war damals in der Politik, aber nicht korrupt. Nicht korrupt. Ich habe gegen den Wahnsinn gestimmt, aber niemand hörte auf mich. Sie haben mich ausgelacht, den Kindern die Schuld gegeben, aber ich wusste, dass sie Unrecht hatten. Meine Mutter ist hier aufgewachsen und hat nie ein schlechtes Wort über die Kinder verloren. Nachdem ich alles verloren hatte, kam ich hierher und half ihnen, eine Art Verein zur Heimatpflege zu gründen. Sie hielten ihre Rituale geheim und nahmen keinen Außenseiter auf. Lange Zeit fühlte ich mich betrogen, Mr. Crane. Ich half ihnen zu überleben und sie ließen mich vor der Tür stehen. Wie konnten sie nur? Sie haben sie nicht in die Gruppe aufgenommen? Nein. Sicher können Sie sich vorstellen, wie betrogen ich mir vorkam. Aber jetzt, da die Regierung ihre Bevölkerung nicht schützen konnte, sind die Kinder wieder aufgetaucht, stärker als je zuvor. Und nach all diesen Jahren haben Sie mich nicht vergessen, Mr. Crane. Ich bin wohlgenährt, gut gekleidet und in Sicherheit. Sie geben mir alles, was ich brauche. Ich wünschte, ich könnte sagen, Ende gut, alles gut. Ich hoffe, wir alle leben lange genug, um das Ende dieses Wahnsinns zu erleben.
Ja gut, ich hab's ja in dem Sinne schon erlebt. Irgendwie ist das auch ein bisschen perplex. Wir haben eigentlich alles in die Luft gejagt, trotzdem ist es noch da. Ja. Ist natürlich schon mal toll. So, also, gehen Sie zu den Zwillingen. Ich schau mal ganz kurz, was gibt's denn hier in der Nähe eigentlich, was man mal machen könnte? So, und zwar muss ich ja noch diesen einen Typen töten und ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das anstellen soll. Das wäre. Ach, wir sind wo. Hä, wo sind wir denn jetzt überhaupt? So, hier, säubern Sie den Bereich. Ich werde es mal versuchen, mit diesem Typen aufzunehmen. Mit diesem Giga-Zombie. Munition, ja, geht eigentlich. Erstmal ab zum Auto. So, und ja, eben, wir sind mit dem Spiel durch. Jetzt kommen noch die ganzen Nebenquests auf uns zu und da freue ich mich auch schon mal drauf. So, ab ins Auto. Und los geht's. Hat sich ja schon etwas verbessert, das TÜV-TÜV. So. Oh Gott. Ich glaube, Licht an wäre besser. Verdammt, die Verfolgung haben sie schon wieder aufgenommen. Oh, wie komme ich durch diesen Steinscheiß hier durch? Ja, wahrscheinlich gerade noch so. Mit dem Leben. Aber das ist dann auch schon alles. Das Auto, naja, wahrscheinlich dann eher nicht. So. Ach so, ich fahre gerade zu den Zwillingen. Egal, dann habe ich halt das jetzt im Visier. Man kann sich ja auch mal dafür entscheiden, schnell noch was anderes zu machen. Ja, wo denn? Die nicht verteilten Fertigkeitspunkte sind, glaube ich, fürs Auto, oder? Ja, doch. So, und auf geht's. Wenn man nicht immer irgendwo hängen bleiben würde, ne, dann wäre es viel einfacher. Ja, vielleicht ein bisschen langsamer durch den Wald fahren. Und schon bin ich zufrieden. Jetzt einfach nur gerade und vorsichtig. Und ja. Ja, das ist gut. Bam. Ich hoffe, dieses Achievement mal irgendwann zu kriegen. Wird wirklich mal Zeit. Oh Gott. Und wieder Wald. Das sind total die kleinen Bäume eigentlich. Ja, oh. Eigentlich müsste man die mit dem Auto schon fast umfahren können. Sind ja wirklich mickrig, die Dinger. Fast erwischt. Aber auch nur fast. Und es gibt Punkte, Punkte, Punkte. Und Vorsicht. Uah. Hui. Ach, das macht Spaß. Fahren macht immer noch Spaß. Ich weiß nicht. Es ist nice. Ich werde auch nach den Aufnahmen wahrscheinlich noch cruisen. So, wie weit sind die Zwillinge entfernt? Ach, das ist in der Ecke. Also müssen wir noch ein ganzes Stück fahren. Ja. Ja, da wo das Spiel endet, da geht's dann immer noch weiter, ne? Okay. Ich hab's ja schon eingesehen, es ist dumm gewesen, hier so runterzufahren. So. Ja, den Weg können wir eigentlich nehmen sogar. Hier ist extra alles abgesperrt. Hätte ich dann vielleicht doch nicht versuchen sollen, hier lang zu fahren? Ich weiß es ja nicht. Schauen wir mal. So, hier beim Zug gibt's noch einen interessanten Ort. Den schaue ich mir mal gleich an. Also angeblich soll hier im Zug noch irgendwas sein, dann wohl. Ja, mal gucken. So, wenn das schon mal als interessanter Ort gekennzeichnet ist. Okay, warum geht das nicht? Jetzt geht's, jetzt geht's. Warum machst du den Scheiß überhaupt, wenn die Kiste sich auch so öffnen lässt? Ach so, ja, jetzt geht's dann erst. Natürlich. Na, für die besonders Schlauen. Yo, noch eine Schrotflinte. Wundervoll, König.
So ziemlich das Beste, was man kriegen kann. Und ich hab's. Na, dann mach mal auf. Mal gucken, was drin ist. Schön. Das Übliche. Ist in den anderen Waggons auch noch was drin? Das hat sich nach einem Selbstmörder angehört. Ja, äußerste Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Naja, normalerweise sind Schlösser nicht resistent gegen sowas, aber egal. Dying Light erfindet das Rad neu, was das angeht. Okay, hier kommen wir wirklich nicht rein. Kein Eingang, keine Möglichkeit reinzukommen. Nicht mal von unten oder so, würde ich sagen. Vorsichtig. Ja. Wenn ich jetzt gut wäre, dann hätte ich das hingekriegt. Aber naja. Oh oh, oh oh. Bitte, bitte, bitte ins Wasser. Ja, das ist immer schön, wenn man sich dann den Hals bricht. Oh Gott, verdammt nochmal. Okay, das wird jetzt offiziell der letzte Part sein, den ich heute aufnehme. Ich bin schon wieder müde, deswegen. Ich brauche meine Kräfte noch. Für später. Ja, das hat schön wehgetan, ne? 500 Meter. Ja, das ist ja noch menschlich. Dann können wir mal gucken, was mit den Zwillingen ist. Crash, Boom, Bang. Sind das nicht dieser Tolga und sein dummer Kollege? Ich weiß gar nicht. Oh, schön. Wir haben wieder was zum Punkten. Zielen, ruhig halten. Ruhig halten. Mann, ey, dieses mit dem Haken riecht mich langsam echt richtig auf. Ihr habt gesehen, es waren fast 50 Meter und ich habe den Typen trotzdem erledigt. Wenn das mal nicht gut ist. Ich weiß nicht mal, wo der liegt. Wo zur Hölle liegt der? Wenn der jetzt noch hier hinter wäre, das wäre lustig. Ach da. Scheinbar. Für die Leber gibt es ja dann extra Punkte. Du dumme Sau. Ich habe echt keine Ahnung, wo der sich hin verdünnisiert hat. Der Leichnam. Vielleicht habe ich ihn auch gar nicht getroffen, aber wobei, es sah wirklich so aus. Ich habe den Typen erwischt. Ich weiß nur einfach nicht, wo der liegt. Naja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe das Wichtigste erstmal erledigt. So, Wurfhaken. Yeah. Der sollte einfach, also dieses Feld hier sollte deaktiviert sein, wenn man Waffen in der Hand hat, mit denen man schießen kann. Es nervt dann wirklich nur. Wenn das so ewig so macht und hin und her geht, dann kann man nicht so richtig zielen. Wenn es sich eben ständig verändert. Mann, ey. Warum können die ganze Zeit durchkotzen? Wie viel haben die bitte von der Kotze in sich? Das ist ja total... Bäh. Und wirklich Punkte gibt das ja auch nicht. Nein. Heute nicht. So, einmal schön vorsichtig rum. Ah, die zwei besonders schlauen. Siehst du, Tolga? Ich sagte doch, es ist Crane. Bist du sicher? Er sieht seltsam aus. Er sah schon immer seltsam aus. Crane, wir haben's geschafft. Wir sind geflogen. Aber nicht mit dem Jetpack. Aber wir haben stattdessen ein Flugzeug gefunden. Und fast in gutem Zustand. Wir mussten nur ein paar Dinge anpassen. Eine Dichtung war kaputt, der Motor hat Öl verloren und sich festgefressen. Wir mussten springen, aber Mr. Vulkan, unser Boss... Husch, er flog weiter, Richtung Westen. Du musst ihn finden, Crane. Ihr sorgt euch tatsächlich um jemand anderen? Du tust uns Unrecht, Crane. Außerdem ist Vulkan Milliardär. Er wird uns reich machen. Okay, und wie soll ich ihn finden? Ganz einfach. In Mr. Vulkans Rucksack ist ein Sender. Der war unsere Versicherung. Du weißt schon, falls er versucht, uns übers Ohr zu hauen. Man kann niemand mehr vertrauen. Nimm das Peilgerät.
Je näher du dem Sender kommst, desto schneller piepst das Teil. Und wenn du zurück bist, tunen wir dieses Peilgerät, damit du noch andere Dinge findest. Tolga, erklär's ihm. Alles, was einen Chip hat, Crane. Und heutzutage haben viele Sachen einen Chip. Nicht wahr? Geil. Beispielsweise militärische Ausrüstung. Aber zuerst Vulkan. Dann mal los, Crane. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Nice. Ja, und wo soll ich den Typen jetzt suchen? Ich weiß ja nicht mal, wie ich zu den Slums zurückkomme. Wo ist mein Auto eigentlich? Ach ja, ich bin eine richtig lange Strecke auch schon so gelaufen. Was soll dieser Rauch? Was verbrennt da bitte so komisch rot? Ach, ein Flugzeug. Ach, das war der markierte Punkt also. Und was soll ich hier bergen? Benzin oder Kerosin oder was? Ja toll, aber wie... Ja genau, was soll ich jetzt hier machen? Normalerweise verschwindet diese kleine Nadel ja immer, wenn man hier irgendwas findet, aber... Was zur Hölle soll das sein an dem Flugzeug? Naja, ein Kilometer, das geht ja noch. Nur das Nötigste, ne? Ja. Naja, gut, dann laufen wir halt mal einen Kilometer. Kann ja nicht schaden. So. Hui. Ja. Und. Zack, nochmal. Ja komm schon, Crane, jetzt gib doch nicht die Nerven auf. Hey, Stufe Crane, 18. Hast du das Flugzeug gefunden? Ist es wirklich abgestürzt? Ja und ja. Aber die Crewmitglieder waren keine Fremden. Nur ein paar Pechvögel, die aus Haran raus wollten. Gibt es Überlebende? Sind sie gefährlich? Zwei Überlebende, aber nein. Sie sind nur verrückte Wissenschaftler, die gerne ihr Leben aufs Spiel setzen. Gefährlicher für sich selbst als für andere. Wissenschaftler? Die Mutter würde wollen, dass du sie im Auge behältst. Nur für den Fall. Mhm. Weil du auch weißt, was die Mutter will, weil sie auch ein total ekliges Mistvieh ist, wie wir gesehen haben. Das erklärt auch, warum die überhaupt diese Masken alle auf hatten. Wenn die eigentlich quasi so verunstaltet sind, dann erklärt das einiges. Also ich liebe dieses Expansion Pack, es ist ja wirklich klasse. Na komm schon. Natürlich. Macht jetzt auch Sinn. Naja. Okay, dann geht's jetzt weiter in die Richtung. So, mal schauen. Ach, so lange haben wir gar nicht mehr Zeit. Ja, ich werde das jetzt einfach noch irgendwie kurz machen. Wir werden schon eine Lösung finden, um das hinzukriegen. Also so weit ist es ja jetzt auch nicht. Ein scheiß Kilometer. Und Crane rennt ja jetzt auch nicht langsam, deswegen sehe ich da eigentlich nicht schwarz. Solange wir nicht abstürzen. Ja, wir könnten uns das Auto rufen, vielleicht von hier. Ich weiß ja nicht, ob das geht. Also jetzt auf einmal, das war doch die Zone... Das war doch die Zone, die wir nicht sichern konnten. Und das bedeutet so viel wie... Moment, wo ist das? Okay, ja, so weit ist es nicht mehr entfernt. Wir brauchen nur dieses scheiß Peilgerät. Wie geht's denn damit? Also... Ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Peilgerät, wenn wir es dann erstmal haben... ich sehe es gerade nicht irgendwie. Dass wir das sehr gut verwenden können. Mal gucken. Mal schauen, wie wir das überhaupt hier andingenzen können. So, wir kommen gleich schon fast in den Bereich rein, wo dieser eine Typ sein muss. So, wir sind auf der sicheren Seite. Na, das will ich wenigstens schnell noch erledigen mit diesem Vulkan. Zing! Zing! Hey, wir können andere Bolzen verwenden. Sprengbolzen wären cool. Giftbolzen. Ja, nice. Mal schauen, wie viel das so bringt.
So, wir kommen auf jeden Fall schon mal in den Bereich rein. Oh, ja, das ist ja wohl das Erste, was ich gleich verwenden werde. So, dann mal schauen. So. Schön rüberspringen. Sich nicht lumpen lassen. So, und in dem Bereich brauchen wir dieses Gerät jetzt. Ja, wie zur Hölle soll ich das denn einsetzen? Wenn ich näher rankomme, dann macht's piep piep. Das ist ja echt ein riesiger Bereich. Kann ich ja fast schon besser kurz nach Hause gehen. Okay, in dem Bereich soll er also sein, Vulkan. Ja, Inventar, was sagt das denn? Von dem Peilsender lese ich da leider nichts gerade. Aber ich habe das Ding doch mitgenommen. Naja. Diese ganzen Bremsenteile, Betäubungsbolzen. Nee, das ist einfach nicht dabei. Motorteile, Flaschen mit Benzin. 17 Stück habe ich. Krass. Nee, also beim besten Willen, ich weiß nicht, wie das klappen soll. Es soll ja angeblich piepen, aber... Oh, es fängt an. Da ist das Signal, offenbar komme ich näher. Wenn wir wenigstens einen Punkt haben, auf den wir uns konzentrieren können. Okay, warum? Ja. Vielleicht in der Hütte hier? Nein. Auf dem Turm. Hier drin. Ja, warum komme ich da nicht gleich drauf? Lama, wo bist du, Vulkan? Er hat sich schön abgeschottet, sodass man ihn nicht besuchen kann. Na, in der Pumpstation, Alter. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Vielleicht ist er auch gar nicht hier. Nee. Aber hätte ja sein können. Wobei? Nee, wirklich nicht. Tja, das war eine dämliche Idee. Okay, weiter geht's. Hops. Na, komm schon. Hops. Ich laufe mal entlang der Pipeline. Ich wette, das ist falsch. Ja. Okay, falsche Richtung. Also schon mal in die Richtung hier. Ja. Vielleicht hat er sich im Zug verschanzt. Kann ja so... Ja! Die Idee ist gar nicht so dämlich, wenn es genau hier dann wieder... Okay. Alkohol, eine Tasche. Hätte ja seine Tasche sein können. Also ich muss in die Richtung hier laufen. Schon klar. Ist dieser Vulkan vielleicht im Zug? Oh, spannend, spannend. Ja, Küchenkram. Ich hätte so nur das Gefühl, dass der Typ eben hier drin ist, aber... Naja. Muss dann wohl doch noch ein bisschen in die Richtung laufen. Ja, das ist gut. Ich war doch gerade richtig. Wärme, wo bist du, Vulkan? Na, an diesem Turm hier, wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an, wäre so das Sinnvollste. Ich schätze mal, die haben dem die Tasche abgenommen. Okay, in die Richtung vielleicht? Nee, dann wohl doch in diese Richtung. Ah! Hey Leute, ich habe Vulkans Sender gefunden. Siehst du, Tolga? Ich sagte doch, er findet ihn. Kohle her! Warte, Crane.
Schwer zu sagen. Er ist tot. Du hast verloren, Fatin. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Ich habe nur seinen Rucksack gefunden. Er selbst war nirgends zu sehen. Fällt euch was ein? Wir sind Genies. Natürlich haben wir Ideen. Wir sind gut vorbereitet. Nicht, dass wir dem Mann nicht vertraut hätten. Aber er hat noch einen Sender im Schuh. Schalte dein Peilgerät auf den zweiten Kanal und such weiter. Toll. Als ob. Oh, bitte. Ich dachte, ich wäre fertig. Er hat einen im Schuh. Das ist ja praktisch. Ich orientiere mich irgendwie gerade am GRE-Paket und in diesem anderen Ding. Ich weiß nicht. Ich wette, dann ist er wirklich irgendwie in der Pumpstation auf einmal. Das wäre so lustig, ne? Ja, das ist die richtige Richtung. Bleiben wir dabei. Wir kommen ja schon mal in den näheren Bereich. So. Ja, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Jetzt komm, piep doch mal etwas schneller. Komm bitte. Ich komme mal schon fast wieder aus dem Bereich raus. Ich nehme jetzt mal einfach an, dass er sich gut verschanzt hat irgendwo. Yeah. Ja. Hier am äußeren Rand wahrscheinlich irgendwo. Wenn der in dem Dorf hier drin wäre, wäre das lustig. Als ob. Der ist doch nicht wirklich hier. Natürlich. Zum Teufel, Sie sind nicht Vulkan. Sollte ich es denn sein? Woher haben Sie diese Schuhe? Hey, er brauchte sie nicht mehr. Verschwinden Sie. Haben Sie ihn umgebracht? Wo ist er? Hey, er hat sich verwandelt. Ich habe ein Monster getötet, keinen Menschen. Scheiße. Wo? Ein Schuss direkt in den Kopf. Wo ist seine Leiche? Oh, nicht weit von hier. Hören Sie, ich kann Ihnen die Schuhe bezahlen, wenn sie Ihnen so wichtig sind. Kein Problem. Vergessen Sie es einfach. Yeah. Na dann, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dying Light: The Following. Ich habe Vulkan gefunden. Martin, Tolga, seid ihr da? Wo seid ihr denn, verdammt? Ja, ist ja gut, ich brauche. Alter, ich brauche. Ja, ich brauche. Junge, ich brauche jetzt erstmal Pause, verdammt nochmal. Photonenwerfer? Das ist nur eine Taschenlampe, Tolga! Als ob die wüssten, was Photonen sind. Bastarde! Tolga, gib mir Deckung! Womit denn? Einem Stock? Geh weg von der Tür! Na toll. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss! Moment, das hier ist richtig. Naja, ja, okay.